Angesichts russischer Drohungen zu einem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt hatte US-Präsident Joe Biden vor der Gefahr eines Armageddon gewarnt. Biden sieht die Gefahr einer atomaren Konfrontation mit katastrophalen Folgen so groß wie seit 60 Jahren nicht mehr. Die Welt habe seit der Kuba-Krise im Jahr 1962 nicht vor der Aussicht auf ein Armageddon gestanden, sagte Biden am Donnerstagabend laut mitgereisten Journalisten und Journalistinnen bei einem Auftritt in New York. Er kenne den russischen Präsidenten Wladimir Putin ziemlich gut, so der US-Präsident weiter. Und der Kreml-Chef scherze nicht, wenn er über den potenziellen Einsatz taktischer Atomwaffen sowie Chemie- und Biowaffen spreche, da das russische Militär in den Kampfhandlungen in der Ukraine schwächle. Biden glaube zugleich nicht, dass es möglich wäre, einfach taktische Atomwaffen einzusetzen, ohne dass dies zu einem Armageddon führen würde, unterstrich der US-Präsident. Russland hatte zuletzt 4 besetzte ukrainische Gebiete völkerrechtswidrig annektiert und angekündigt, man werde sie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen. Die USA warnten die russische Führung bereits seit einiger Zeit in Gesprächen, ein Einsatz taktischer Atomwaffen werde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Zugleich wollte sich das Weiße Haus nicht öffentlich dazu äußern, wie diese Konsequenzen aussehen könnten. Die US-Regierung betonte, man habe bisher keine konkreten Schritte Russlands zum Einsatz von Atomwaffen gesehen. Die Kuba-Krise war eine dramatische Zuspitzung des Kalten Krieges im Oktober 1962, nachdem die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf der kommunistischen Karibikinsel stationiert hatte. Die beiden Supermächte USA und Sowjetunion waren in dem rund 2-wöchigen Konflikt einem Atomkrieg nahegekommen, räumten die Gefahr der nuklearen Eskalation jedoch durch Verhandlungen aus.